Diese Socke verbirgt sich hinter Türchen 2. Dazu brauchen wir wie immer ein bisschen Aquarellpapier, ein paar Aquarellfarben eurer Wahl, je nachdem wie ihr die Socke hier gestalten wollt. Ich habe hier Indigo benutzt, Krapplack Dunkel, Gold und Weiß. Eine goldene Öse, schwarzes Garn, eine Schere bräuchte man vielleicht noch, Bleistift, Radiergummi und dann geht's auch schon los. Wir fangen an mit einer kleinen Skizze. Muss überhaupt gar nicht kompliziert sein. Und bei dem Motiv einer Socke kann man sich unglaublich toll auslassen. Bei einer Skizze solltet ihr immer mit einberechnen, wo ihr euren Anhänger ranmachen wollt. Ne? Also nicht, dass es zu nah am Rand ist und dann habt ihr gar keinen Platz mehr. Und wie farbig ihr eure Socke hier gestaltet, ob das eine ganz normale, gewöhnliche Socke ist, die ihr sonst mal tragt, oder eine richtig schicke, weihnachtliche Socke, das überlasse ich euch. Ich werde meine Socke ein bisschen bunter gestalten und fange hier auch direkt an. Was nehme ich denn? Blau. Wir fangen mit Blau an. Ach, wir machen sie ganz blau. Ich agiere hier in meinen Bildern meist sehr intuitiv. Manchmal gehe ich auch ein bisschen ohne Plan ran und experimentiere auch immer noch ein bisschen. Das könnt ihr auch gerne machen. Ihr habt jetzt hier gesehen, die eine Seite war schon angetrocknet, die andere war noch feucht. Deswegen konnte sich jetzt hier das Weiß so richtig schön verteilen. Warte jetzt hier noch, bis es getrocknet ist und gehe noch einfach mit ein bisschen bunten Farben auch ran. Und ja. Ich mache jetzt hier noch ein paar rote Linien. Ich bin schon sehr gespannt, wie eure Kuschelsocken aussehen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Pünktchen mit Rot und Weiß gemacht. Jetzt hier aber auch nochmal ein bisschen Details auszuarbeiten. Hier auch noch ein bisschen das Wollmuster. Das ist ja meistens immer so ein bisschen geflochten aussieht. Thank you.
Und zu guter Letzt mache ich auch hier wieder ein paar goldene Akzente rein. Und da haben wir eine schöne kuschelige Socke fertig. Wenn die trocken ist, schneiden wir die noch aus, machen wieder ein Löchlein mit der Öse ran. Anhänger fertig. Ja, also ihr wisst, teilt es gerne in den sozialen Medien. Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Markiert mich vielleicht noch, dann übersehe ich es auch gar nicht. Und dann werde ich in den sozialen Medien auf jeden Fall teilen. Seid ihr einfach nur ein paar Zuschauer, dann habe ich mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ihr müsst natürlich eure Werke nicht teilen. Freue mich auch auf die nächsten Tage. Denn das war ja erst Türchen 2. 22 haben wir noch vor uns. Und ja, wir sehen uns morgen. Tschüss!